Meine Damen und Herren, willkommen in Orga TV, willkommen zu unserer letzten Sendung. Es wird natürlich wieder toll. Wir fangen wieder mit Wissenschaft und Spaß an, wie ihr es vom Orga TV gewohnt seid. Deshalb begrüße ich dich, Robin Woll. Hi. Der, hallo. Robin Woll, unser Champion, und zwar unser Hidden-Champion und gleichzeitig der Champion Slime Slam. Dankeschön. Slime Slam, Slime Slam, irgendwie sowas. Na, auf jeden Fall, wir wollen direkt loslegen. Um was geht es in deinem Beitrag? Ich habe den Beitrag kontraintuitive Aspekte der Mathematik getauft, aber in Wirklichkeit geht es um die Exponentialfunktion. Welche Auswirkungen hat das für die häufig unterschätzen? Super, und wenn wir das sehen, sofort jetzt hier direkt. Ja, direkt. Okay, ich, wie gesagt, rede über Mathematik. Dazu habe ich natürlich ein Blatt Papier mitgebracht, weil ohne Blatt Papier ist Mathematik ja langweilig. Und habe ich schon mal einen Stift vergessen, deswegen müssen wir heute Mathematik ohne Stift machen. Man weiß, da schreibt man da so schöne Hieroglyphen drauf, das muss ich euch leider heute vorenthalten. Aber ich denke, wir kriegen trotzdem was Schönes hin. Man hat ein kleines mathematisches Experiment, und zwar nehme ich dieses Blatt Papier und falte es mal in der Mitte. Wow, da ist direkt schon was sehr Spannendes passiert. Wir können direkt beobachten, die Fläche hat sich halbiert und die Anzahl der Lagen übereinander hat sich verdoppelt. Das ist für einen Mathematiker schon mal ein sehr spannender Sachverhalt. Mal gucken, was passiert, wenn wir das weitermachen. Ich falte nochmal das Blatt Papier. Und wow, wie wir sehen, schon wieder ist das selbe Muster passiert. Die Fläche hat sich halbiert, die Anzahl der Lagen übereinander hat sich verdoppelt. Mache ich das nochmal? Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, wo ich falte. Habe ich jetzt schon, ich glaube, 2 bis 8 Daten übereinander? Falte ich nochmal, habe ich 16 Daten übereinander? Falte ich nochmal, habe ich 32 Daten übereinander? Das ist schon spannend. Und im nächsten Mal habe ich schon 64 Daten übereinander. Und jetzt hier sieht man, dass hier schon was Spannendes, weil da brauche ich schon richtig Kraft und echt Aufwand, um das noch das siebte Mal falten zu können. So, 7 Mal habe ich das Blatt Papier gefaltet. Hier einmal vielleicht die Ja, genau. Ja? Da seht ihr schon, das ist jetzt schon fast einen ganzen Zentimeter dick, nach 7 Mal falten. Jetzt sind 128 Lagen übereinander. Was wir hier gerade live gesehen haben, ist exponentielles Wachstum. Und exponentielles Wachstum ist eine sehr, sehr spannende Sache, weil würde ich das jetzt hier mal weiterführen, nämlich angenommen, ich könnte es jetzt öfter als 7 Mal falten, angenommen, ich könnte es so oft wie möglich falten, wäre eine spannende Frage, wie oft müsste ich es denn falten, damit seine Dicke vom Boden bis zur Decke reicht? Ich schätze mal, die Decke sind so ungefähr 3 Meter, also ist es 3 Meter hoch. Und hier, wie oft müsste ich es noch falten, damit ich jetzt aus 1 Zentimeter 3 Meter Höhe habe? Kann jeder mal raten, so im Kopf? Das ist ganz einfach, ich müsste es nur 13 Mal falten. Also wenn ich es jetzt noch 6 Mal falten könnte, dann würde seine Höhe von hier bis zur Decke reichen. Das ist natürlich eine rein theoretische Vorstellung. Geht in der Praxis nicht. Aber da sieht man schon, wie schnell exponentielles Wachstum ist und wie schlecht wir auch darin sind, uns vorzustellen, wie denn exponentiell gewachsen wird. Treiben wir das mal noch ein bisschen weiter ins Absurde. Wie oft müsste ich dieses Blatt Papier denn theoretisch falten, damit seine Höhe von hier bis zum Mond reicht? Kann jeder auch mal, auch hier gerne im Studio mal kurz im Kopf schätzen. Ja, bei dem Vortrag im Science Lab hat jemand, glaube ich, 1 Million mal geschätzt oder sowas. Das war knapp daneben, denn 42 Mal würde schon reichen. Könnte ich das Blatt Papier theoretisch 42 Mal falten, würde seine Dicke von hier bis zum Mond reichen. Finde ich persönlich schon ein ziemlich spannender Sachverhalt, der auch noch weitergeht. Genau, das waren natürlich etwas absurde Beispiele. Bisher hat noch niemand es geschafft, ein Blatt Papier so oft zu falten, damit seine Dicke von hier bis zum Mond reicht. Aber es gibt einen Weltrekord im Papierfalten, also ein Papier irgendeiner Fläche, das ist egal welche. Nur die Frage ist, wie oft kann man das falten? Und der Weltrekord liegt momentan bei 13 Mal. 13 Mal wurde ein Blatt Papier bisher gefaltet. Das war am Massachusetts Institute of Technology, ja, also eines der renommiertesten Institute der Welt. Und dort waren ungefähr 30 Studenten ungefähr eine Woche damit beschäftigt, ein Blatt Papier 13 Mal zu falten. Ja, also wir sehen, der Aufwand wird auch sehr schnell sehr, sehr groß, was eben auch der Exponentialfunktion innewohnt. Gut, das waren jetzt so Spielereien mit dem Papier. Jetzt ist die Frage, können wir auch wirklich exponentielles Wachstum in der Wissenschaft beobachten? Und dazu kann ich ein ganz klar entschiedenes Jein sagen. Ja? Denn wir können auf jeden Fall exponentielles Wachstum in der Wissenschaft beobachten, aber leider nur für kurze Zeiträume, wie hier beim Papier. So nach 7 Mal ist Schluss. Ja? Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel alle Leute, die hier im Studio sind, ne, deren Eltern hatten mal Sex miteinander, sonst wären sie nicht hier.
Und dann kam die Geschlechtszelle von der Mutter mit der Geschlechtszelle vom Vater zusammen, die haben sich vereint und dann haben sie sich geteilt. Und aus 1 wurden 2, aus 2 wurden 4, aus 4 wurden 8, dann wurden daraus 16, 32 und so weiter. Das ist exponentielles Wachstum. Also alle Menschen, die heute hier sind und an dieser Sendung beteiligt sind, sind mal exponentiell gewachsen. Glückwunsch. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Aber leider nicht so wirklich lange. Ne? Also wir sind alle nur so ungefähr, also seit dem Moment der Befruchtung bis, weiß nicht, ein Jahr später oder so exponentiell gewachsen. Denn würden wir unser ganzes Leben lang exponentiell wachsen, dann wären wir schon mit unserer Volljährigkeit ungefähr, hätten wir die Masse der Erde. Ja. Dementsprechend hätten wir auch so viel essen müssen. Und so viel Essen gibt es halt gar nicht und deswegen können wir nicht lange exponentiell wachsen. Aber halt kurzfristig. Wir sehen das auch noch bei anderen Sachen, zum Beispiel Krebs. Krebs ist eine nicht so schöne Sache, da haben wir auch exponentielles Wachstum. Wenn dann sich mal so ein Krebs gebildet hat, dann wächst er halt auch exponentiell, macht dann relativ schnell dann auch sein Wirt kaputt, dann ist der Mensch tot und dann ist natürlich sehr, sehr schade. Aber auch da haben wir eine Grenze. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann das sogar noch eins weiter treiben, dass es immer eine Grenze bei exponentiellem Wachstum gibt. Da sind wir uns sehr, sehr sicher in den Wissenschaften. Zum Beispiel basiert jede Finanztransaktion auf der Annahme, dass es nicht möglich ist, exponentielles Wachstum zu bewältigen. Also jede Finanztransaktion wird verschlüsselt und diese Verschlüsselung ist theoretisch recht leicht zu knacken. Also ich würde sagen, das kann jeder Informatikstudent hier im ersten Semester, könnte einen Code schreiben, der das knackt. Das Problem ist nur, der Code oder die Maschine, alle Maschinen der Welt brauchen halt länger, als das Universum existiert, um so einen Code zu knacken, weil es eben exponentieller Aufwand ist. Also das ist in der Realität nicht bewältigbar. Und deswegen ist es auch so sicher, weil man eben exponentiell lange Zeit braucht, um diesen Code zu knacken. Da sind wir uns wirklich sehr, sehr sicher. Ja. Also das wird keiner machen, weil ich meine, es geht ja hier immerhin um Geld. Und wenn wir uns da nicht wirklich sicher wären, dass es unmöglich ist, exponentielles Wachstum zu bewältigen, dann wird das keiner machen. Also dann würden wir nicht eine Finanztransaktionssicherheit darauf aufbauen. Aber auf der anderen Seite haben gerade so die Leute aus der Wirtschaft in ihrem Weltsystem eine Prämisse, die sagt, es geht doch, wir können doch exponentiell wachsen, nämlich unser Wirtschaftswachstum. Ich habe das gestern extra nochmal auf Wikipedia nachgeguckt, um zu gucken, um sicherzustellen, dass ich hier keinen Blödsinn erzähle, aber unser Wirtschaftswachstum ist als exponentielles Wachstum definiert. Und das finde ich ist eine sehr, sehr, sehr spannende Sache, denn wir wissen ja, dass es nicht geht. Und auch die Realität zeigt, dass es eben langfristig nicht geht, deswegen haben wir ständig Wirtschaftskrisen. Ja, also wir haben jetzt wieder eine Wirtschaftskrise und man sagt, ja, woher kommt die? Und ich sage, das ist komplett systemimmanent. Ja, also wenn man versucht, langfristig exponentiell zu wachsen, dann ist es halt logisch, dass da die Natur immer wieder Dämpfungen einbaut. Die haben wir halt hier in Form von Wirtschaftskrisen. In der Wirtschaft wird das halt häufig unterschätzt. Zum Beispiel wird ja auch gesagt, dass Atomstrom sehr, sehr, sehr günstig ist. Aber das ist halt nicht wirklich so, weil man da ja nicht das Problem der Endlagerung reinmacht. Nämlich der atomare Zerfall, der ist genau das Gegenteil von exponentiellem Wachstum. Das ist nämlich logarithmisches Wachstum. Das ist das langsamste Wachstum, das wir kennen in diesem Universum. Und deswegen ist auch das Problem der Endlagerung so völlig absurd. Ja, weil jeder Zeitraum, den wir uns so vorstellen können, der ist einfach nichtig im Vergleich dazu, wie lange dieses Zeug strahlt. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig, dass man auch diese Exponentialfunktion lernt einzuschätzen, auch in der Wissenschaft, auch vor allen Dingen in den Betriebswirtschaftslehren und in der Volkswirtschaftslehre, auch wenn ich euch das ungern sage. Und vor allen Dingen halt in der Politik, weil wenn die Politik das peilt, kann sie auf jeden Fall einige Probleme mit unserer Wirtschaft lösen, die halt einfach der Sache zugrunde liegen, dass wir in einem Universum leben, in dem langfristig exponentielles Wachstum völlig unmöglich ist. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt geredet habe, aber ich wäre dann, glaube ich, soweit am Ende. Perfekt, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich hatte dich in ScienceScam schon gesehen und fand es super und hier auch, also wirklich toll. Gibt es auch weiteren, dann arbeitest du an irgendwas, was du dann auch wieder vorführen willst? Ja klar, auf jeden Fall werde ich dann nochmal im ScienceScam in Trier mitmachen. Ich glaube, der ist im September oder Oktober ist der. Mhm. Da will ich auf jeden Fall mitmachen. Eigentlich hätte ich auch bei der Südwestmeisterschaft mitmachen dürfen, aber da durfte ich dann doch nicht mitmachen, weil mein Vortrag zu unwissenschaftlich ist. Weil ich nicht, unwissenschaftlich? Ja, ja, weil es halt nur Oberstufenmathematik ist, aber ich glaube, sie ist halt trotzdem relevant, deswegen halte ich diesen Vortrag gerne. Sehr schön, vielen Dank. Wir wollen jetzt mit unseren Best-ofs weitermachen, also Dinge, die ihr bisher noch nicht in unseren Beiträgen gesehen habt. Film ab und danach haben wir noch eine Überraschung für euch. Viel Spaß. Thank you.
Nee, das wird nicht ernsthaft. Das kommt, das kommt hoffentlich noch nicht mal in die Outtakes. Du darfst. Ich darf? Ja, meine Frage kommt doch zuerst. Ja. Auch wenn ich lieber sie anschauen würde. Oh. Du kannst aber in die Kamera gucken. Nee, ich guck lieber hinter die Kamera als in die Kamera, aber gut. Yeah. You give me more than I can return. So much goodness you deserve. Nothing to say, nothing to do, nothing to give, I must be beside you. I know we end this separate. And it feels like I am just too close to love you. Ich heiße Lisa. Ah, ich auch. Wirklich? Warum? Sonst heißt doch niemand Lisa. Mit aufs Gruppenfoto. Meines Erachtens ein relativ pragmatisches und auch ehrliches Wahlprogramm. Das war's? Auf jetzt. Visualisierung des Produktfindungs. Hier sehen wir den Grafen und plötzlich war er wieder weg. Das ist die Matrix. Hier ist es gelingen, hier ist es hoch. Der Marktanteil steigt von hier bis hier. Der Marktwachstum steigt hier auch. So. Hier ist ein Fragezeichen, hier ist ein Stern, hier ist eine Kuh. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. So, hallo zusammen. Bei mir steht jetzt der Daniel Mucker. Er ist von der... Marcel Mucker, sorry. Ja, lass mich kurz überlegen. Wie ist dein Name nochmal? Komm. Martin. Er wird mir jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Wieso bisher noch kein Student als Vizepräsident eingesetzt wurde. There's nothing I can really say. I can lie no more, I can hide no more, this is true to myself. And it feels like I am just too close to love. Wir können ruhig mal nochmal die Karten rausholen. Samstag. Für uns ist jeder Tag Sonntag. Wir sind alle. Herzlich willkommen auf der dritten. Okay. Hier stellen. Oh Mann. Nochmal. Herzlich willkommen auf der dritten interregionalen Jobmesse der Großregion. Großregion? Ich nehme alles, was frei ist. Ja, das zählt ja viel mehr. Ja. Na gut, dann euch mal noch viel Spaß. Dumm, aber glücklich. Ich bin dumm, aber glücklich. Ich bin dumm, aber glücklich. Herzlich willkommen auf der dritten interregionalen Jobmesse der Großregion Sauler Lux hier in der Saarlandhalle in Saarbrücken. Baby, wake up, receive my sex, so well. My sex, so well. Nochmal so, jetzt wird's so. Herzlich willkommen auf der dritten Interregion. Interregional. Und, ja. Mach einfach weiter. Hier präsentieren 88 Unternehmen ihre Zukunftschancen aus unserer Region für Bewerber unserer Region. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Schöne Frauen. Paul, aber wie geht es euch hier? Mir geht's sehr gut hier. Und wie geht's euch? Ja, normal halt so. Standard. Die 1,5 Promille, die halten wir ja. Das ist ja von OrgaTV so abgesprochen. Junger Mann, Sie haben die Kneipe hier empfohlen. Warum, darf ich fragen? Ja.
So gleich aus? Sehr ähnlich immer. Verdammt, ich weiß ja gar nicht. Mal mit Augenbrauen oder so. Da. Ist der Ton dabei? Ja, nee, auf gar keinen Fall. Jemand. Bin ich überhaupt noch drauf? Ich mach. Scheiße! Du ach nach noch einmal Nugo. Weißt du, wie ich gerade aussehe? Ja. Hallo, ich stehe hier mit zwei frisch gebackenen Abiturientinnen. Entschuldigung. Entschuldigung, danke. Um Gottes Willen. Danke. En français pour vous, français amigo. Amiga, amiga, pardon. Tequila Pitcher. Avec trois shots. Oui, oui. Pour. Il faut. Ey, sag mal, Arzt, was soll ich hier? Entschuldigung, was soll ich? Ich mach das hier auch zum ersten Mal. Oh, ist okay. Aber auf der anderen Seite, wie du. Ah, scheiße. Wie du? Weil du bist ja gar nicht da. Warum denn? Hey, ich bin der Lukas. Hey, ich bin der Lukas. Hey, ich bin Lukas und ich wollte euch einmal vorstellen, was wir uns bei OrgaTV, egal ob Personen, Clubs, Cafés, Läden, Kneipen, Spa oder einfach dein Lieblingsausflugsziel, von dem du schon immer gedacht hast, dass es etwas mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, oder dein Lieblingsausflugsziel, uns ist nur wichtig, oh fuck, von dem du schon immer mal gedacht hast, dass es mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Uns ist wichtig, den Studenten von der UDS einfach auch mal andere Sachen vorzustellen. Okay. There's nothing I can really say. Das war einfach super. War schon ziemlich lustig, ne? Ja, ja. Und das ist ja nur einiges, also da ist noch viel, viel mehr eigentlich. Ja, wir haben viel mehr Outtakes, ja, aber es wäre schon zu lang gewesen. Ja, ich habe euch was versprochen. Überraschung ist nämlich unser Team. Endlich könnt ihr sie kennenlernen. Die hübschen Frauen habt ihr öfters gesehen, unsere Kameraleute. Und jetzt lade ich sie einfach mal hier rein. Kommt, kommt. Kamerafrauen, bitte hierher. Die Lea und die Lisa, hier sind sie. Hallo. Ihr wart ja immer hinter den Kameras. Was hat euch denn am meisten eigentlich gefallen oder beeindruckt hier? Du kannst ruhig sagen, du Ali. Also ich bin damit einverstanden. Also Ali. Witzigste war, was eigentlich passiert ist, war der alte Opa nach unserem Beitrag, der uns dann noch einen heißen Booty-Shake hingelegt hat, damit er halt zeigen konnte, ja, genau. Wie fit er denn noch. Sag mal, wie geht denn der? Ja, so, oder? Das war doch so, ne? Yeah. Der Opa konnte es irgendwie besser aus. Ja, ja. Also ich fand eigentlich immer mittwochs die Sendung am coolsten, das war immer lustig und ich glaube, der Philipp hat uns so einige Highlights hier beschert. Ja, ja, das stimmt, der war einfach super. Also deswegen laden wir jetzt erstmal Philipp ein hier. Philipp, komm rein.
Philipp war unser Hidden Champion im Team. Er ist immer eingesprungen, genau. Wenn ein Gast der Gast noch nicht da war. Und er hat auch immer schön gesungen, wie ihr dann auch sehen konntet. Willst du uns auch was vorsingen vielleicht jetzt? Ich kann von kann Las Vegas Girl. Ja, komm, mach ein bisschen. Geht das technisch? Genau, ich brauche noch was auf dem Bildschirm. Was hast du, so einfach so zwischendrin ist eine Frage, was hast du immer, wie hast du das gemacht, dass du eingesprungen bist? Du hast ja niemals gewusst, worum es geht und trotzdem hast du so gute Antworten parat gehabt. Es war eigentlich immer Improvisation dabei, also immer spontan was mir einfallen gelassen. Und das war ja wirklich ein, das war ja Quatsch, was du da immer gelabert hast. Das war wirklich ein Quatsch. Ja, der nächste mit dem Mikrofon war ja richtig gut rübergebracht. Die Leute, die sich damit nicht ausgekannt haben, auch im Studio, haben immer gemeint, ja, kennst du dich da aus oder nicht? Genau. Und wen laden wir als nächstes ein? Hier. Ja, also wir lassen erst mal, erstmal singen. Ja. Er soll erstmal singen, genau. Ja, sing erstmal und dann kommen schon die Nächsten. Wenn das jetzt geht. Ah, komm. Geht's ein bisschen lauter? Genau. You're looking good in a poker face. Balls up like it's your birthday. VIP, everyone, this place. Good luck, Terry. Got your name like Jenna. You can run the whole world. You're single. For if you let go, and I'm gonna leave without her. This is for the girl that you got down low. The whole club wanna see you go. Hey, shake, shake like a famous girl. Head back like a down like a Vegas girl. Bass coming down so hard. Record best in every heart. Hey, shake, shake like a famous girl. Head back like a down like a Vegas girl. Like a Vegas girl. Roll the dice, I've got your number. Hit a checkboard underneath the cover. Intoxicated, you're like a truck girl. Grab a glass, get a wrench, key lock. I knocked you down like Vienna, you can run the world. Beyond Singapore. In so far, it's just, and I gonna leave without her. This is for the girl that you get down low. The whole club wanna see you go. Hey, shake, shake like a famous girl. Head back like a down like a Vegas girl. Days breaking down so hard. That the dress breaking every heart. Eh, shake, shake like a famous girl. Head back like a down like a Vegas girl. Like a Vegas girl. It feels alright every night. Like you're in Vegas girl. Vegas girl. Like Vegas girl. This is for the girl that you can't down low. The whole club wanna see you go. Hey, shake, shake like a famous girl. Head back like a down like a Vegas girl. Bass coming down so hard. That little dress breaking every heart. Hey, shake, shake like a famous girl. Head back like a down like a Vegas girl. Das war super! Unser Hidden Champion. Das hast du echt gut gemacht. Hast du geübt? Ja, ein bisschen, aber... Also doch nicht so ganz spontan, ne? Wie sonst immer. Nicht ganz, aber wie gesagt, war vom Text ja ein bisschen schwieriger als das andere. So, gut, wen laden wir als nächstes ein? Ich würde sagen, Lukas der gerade hier schon... Ja. Ich gebe dann das Mikro mal rein. Ja. So, komm, Lukas. Ist das Bild im Bild? Ja, ja. Da wird einmal schlecht. Alles ist drin hier. Komm her. So. Was hat dir denn am besten gefallen? Ja, ich würde auch. Ich glaube, ich muss mich den Kameramädels anschließen, dass die Mittwoche doch immer ganz nett waren hier mit dem ganzen Team. Natürlich hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht, die ganzen Beiträge zu drehen. Aber am Mittwoch, ich kann es gar nicht glauben, dass das ganze Semester schon wieder um ist. Ist schon irgendwie traurig, oder? Also wir waren ja fast jeden Tag im Grunde hier und hatten auch sehr viel Spaß mit miteinander. Von morgens bis abends, muss man dazu sagen, an der Stelle. Nur gearbeitet. Man muss nur hingucken. Ich bin ja, hier. Hier, einfach. Von morgens bis abends, montags bis sonntags. Nein, da. Tja. Damit die Regie auch mal ihren Spaß hat. Regie kommt gleich, ne? Genau. Was war für dich der lustigste Beitrag, den du gemacht hast?
der lustigste Beitrag, den ich gemacht habe, ja, oder generell? Den du gemacht hast. Den ich gemacht habe. General ganz kurz. Ja, Sekunden wie du hast. Willst. Sag ja, was denn jetzt? Jetzt muss ich euch entscheiden. Den du gemacht den hast. Also ich glaube, ja, ich war mit dem Beitrag zu Medaus Getränkeservice ganz zufrieden. Ich glaube, der war ganz nett. Hat auch Spaß gemacht beim Drehen. Aber ansonsten hatten wir, glaube ich, echt ziemlich viel qualitativ hochwertige Beiträge dieses Jahr oder dieses Semester in der Sendung. Kann man uns, glaube ich, selber auf die Schulter klopfen. Nein, selber auf die Schulter klopfen. Ich wollte ihn nochmal da hier betonen. Ja, okay. Er ist auch sehr wichtig gewesen. Er hat uns nämlich immer gesagt, wie viele Minuten wir noch hatten, damit wir auch alles unter Kontrolle haben. Ja? Ich habe hier ein bisschen auf die Sendung aufgepasst. Ja. Unser Papa. Unser Papa. So in die Richtung von draußen ein bisschen drüber aufgepasst. Genau. Übrigens, das sollte eigentlich hier ein Feier sein. Deshalb sollte jetzt jemand feiern. Deswegen, damit die Leute im Studio nicht alleine feiern, sollen sie so langsam mal hierher kommen mit den Sekt, wenn es geht. Ja, die Regie kann jetzt kommen. Regie und mit Deko und alle zusammen, bitte. Alle, die hier mitgemacht haben. Ja, aber du gehörst aber nicht dazu. Wer bist du denn? Was, wer bist du denn? Komm näher! Alle zusammen her! Ja. Christian, wir hatten uns das so überlegt, dass du dich auf den Boden legst. Ja. Du musst dich jetzt hinlegen, bitte. Das wird sehr eng hier. Das wird sehr dickisch. Wir laden natürlich auch einen der Vater von Orga TV ein. Also, wir haben Väter. Professor Scholz ist ja nicht da, deshalb laden wir Felix noch hier rein. Ist der Felix da? Felix! 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 So, da ist der Felix! Ja. Achtung, dass ich keinen abschließe. Ja, dann auch muss Peter hören. Achtung! Wir wollen ja ein bisschen Rating gewinnen. Jetzt kommt. Das wäre dann, die natürliche Selektion, ne? Ich will keine Augenklappe. Wow! Ah! Sag mal, ich bin. Noch mehr Geräusche. Noch mehr Geräusche für die Gebühr. Ich glaube, du musst ein bisschen mehr. Das geht geil. Achso, ja. Wow! Jetzt blamier dich nicht, Luca. Und? Jetzt dürft ihr. Aha, aha. Es wird ausgezeigt. Hier, damit das auch jeder. Ja, genau. Ja, genau. Du musst dich nur sehen, komm mal ein bisschen hier nach vorne. Oder du kannst das sehr gut, hast du es zum ersten Mal gemacht. Ja. Übrigens, wenn ihr euch gefragt habt, was wir immer hier auf dem Zettel hier stehen. Das war dein Mikro, das steht auf unseren Zetteln. Und hier auch hochbleiben. Oh, okay. Genau. Ich halte das am besten so. Das passiert auch nicht zum ersten Mal. So. So, Petty, wie war es dann für dich? Machen wir mal hier weiter. Ja, ja, du bist dran. Dann komm mal ein bisschen hier ins Bild. Man genau, sieht ich fand schon mal ziemlich gut. Oh! Ein gutes Trinken! Asozial. Patricia, ja? Ja. Fang an. Ja, es war ein schönes Semester auf jeden Fall, war eine lustige Truppe. Wir haben sehr viele Hidden Champions kennengelernt, haben eigene vorgestellt und noch andere kennengelernt. Das war echt eine gute Sache. Was hat dir denn am meisten Spaß gemacht? Was am meisten Spaß gemacht hat? Die Kneipe. Was die Kneipe? Die wir euch nicht zeigen können. Ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, warum das bisher nicht gezeigt wurde. Genau, das ist vielleicht auch besser, dass es komplett gezeigt wurde, außer in den Outtakes. Verdient euch mal bitte. Ja, Oder soll ich so weitergehen? Ich bin gespannt, wer das Wasserglas nimmt. Ja, wenn es voll ist. Wir haben einen Freiwilligen hier. Bedient euch. Kultiviert wie immer. Hat man das mit den Beiträgen schon gesehen, dass sehr kultiviert ist? Ich glaube, du sprichst Französisch. Hat ihr da? Oh, mais oui. Je parle français. Nein. Michel? Michel ist nicht da. Wir grüßen Michel noch von hier. Und alle, die nicht kommen konnten aus unserem Team, grüßen wir. Ja, vielleicht sollten wir uns auf den Boden setzen. Ja, setzt euch mal alle. Das geht schon. Sechs Spaß und sechs Kreis. Dann sieht man uns nicht.
Oh, das, ah, doch, doch. Das kann man einstellen. Ja. So, alle Hände in die Mitte. So, wo ist das Mikro? Felix, wie fandest du uns eigentlich? Und wie sehen die Noten aus? Komm ein bisschen näher. Naja, also Spaß gemacht hat das Semester auf jeden Fall als Zuschauer. Wie ich euch fand, das seht ihr dann bei den Noten. Das Notenspektrum ist weit. Immer bei OrgaTV. Ja, aber es war wirklich, also war ein sehr abwechslungsreiches Semester. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ich fand es toll, wie sich alle eingesetzt haben und aktiv bei Beiträgen und im Studio mitgewirkt haben. Von daher, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Auf jeden Fall, ne? Wir fanden es auch toll. Also überlegt mal, ihr müsst keine Klausur schreiben, ihr lernt hier sehr viel. Ihr müsst alles praktisch machen. Ja, das ist gut. Das ist super. Also wir können es euch nur empfehlen. Wir bekommen ja auch ein neues Team jetzt nächstes Semester. Also fleißig bewerben. Ja. Anmeldung wird wieder in den Semesterferien sein. Irgendwann so in der zweiten, dritten Woche Semesterferien werde ich dann mal was ankündigen und dann kann man sich wieder anmelden. Super, ich glaube, das war's schon mit OrgaTV. Das war's schon rum. Das, nee, wir machen doch noch weiter, oder? Elina muss ja, wir machen noch weiter, aber OrgaTV ist vorbei. Die Elina wollte unbedingt Elina wollte noch was sagen. Wolltest du noch was sagen? Zum Schluss? Sei nicht so schüchtern. Zum Schluss? Prost. Prost. Was sollen wir noch mehr sagen? Also vielen, vielen Dank, liebe Zuschauer. Ihr habt uns nie allein gelassen. Ihr wart für uns da, wir waren für euch da. Genau. Wer hat noch nicht gesprochen? Ah, komm. Los. Ja, ja, klar. Was war für dich das Lustigste bei OrgaTV? Das Lustigste? Ja. Ins Mikro, bitte. Wie die Kamerafrauen schon gesagt haben, eigentlich jeden Mittwoch. Das war eigentlich das Beste. Die Beiträge waren teilweise auch lustig. Was hast du überhaupt gemacht? Also die Qualität überprüft. Aha. Aber das Lustigste daran war ja sowieso die Redaktion, ja? Ja. Redaktion. Wir hatten eine Redaktion. Ja. Ja. Was hat euch am besten gefallen? Ja, genau. Also erstmal noch herzlichen Dank an die, die nicht jetzt da sind. Es fehlen ja auch noch ein paar. Ja. Michelle, ja. Sarah. Danke an die DJ Fett. Ja, vielleicht sollten wir jetzt mal euch interviewen, weil ihr seid hier die großen Stars, die Moderatoren. Was war denn bei euch, was fandet ihr am besten oder was fandet ihr vielleicht am schlechtesten? Ja, am schlechtesten war ja nichts. Wir haben ein Mikro. Das Beste war, dass wir Habe ich ihn wieder vergessen. Nein, das Beste war doch, dass wir die Stars waren, ne? Ja, ja. Nee, ich fand's wirklich, die Beiträge alle eigentlich ganz toll, wie ihr das alles gemacht habt und uns mit sehr viel Stoff hier bedient habt, wenn man so sagen kann. Und ich fand auch zum Beispiel die ganzen Gäste, denen muss man ja auch bedanken, die jede Woche hergekommen sind, fanden wir alles ganz toll, auch mit ein bisschen Musik und Show und alles, was dazugehört. Und die Temperatur, denn man sieht schon wieder, Ali wieder schwitzt. Ja. Wie fandest du es dann? Gehen wir doch an dich irgendwie weiter noch. Genau. Wir haben hier noch so ein paar Dichtheitsbeauftragte in der Ecke, die gleich noch Sekt ausschenken. Sarah zum Beispiel. Sektbeauftragte, ja. Hallo. Sollen wir so langsam? Ja. Ich glaube, das reicht für dieses Semester. Wir wünschen euch viel Glück bei den Klausuren, die ihr schreiben müsst. Die wir auch schreiben müssen. Und ihr seht uns auch im nächsten Semester, eigentlich in der ersten Sendung, also so schnell. Und ihr seht uns im Audimax. Genau. Und meldet euch schön für OrgaTV. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist wirklich alle toll. Für OrgaTV. Und sehr viel Spaß. Tschüss! Ja.